7 Days. Das ist 7 Days, der Wrestling-Wochen-Flashback. Unsere Themen heute: Daniel Bryan und sein In-Ring-Comeback. Deutsche Wrestler bei WWE, ein Update. Und WrestleMania in Europa, kommt das Riesen-Event zu uns. Es ist mal wieder Sonntag, zum Glück wie jede Woche. Und zum Glück wie jede Woche gibt es hier auf dem Kanal 7 Days heute an meiner Seite, um über das Wrestling-Wochengeschehen zu sprechen. Der Tobi, ich grüße dich. Hallo Toaster. Wunderschönen guten Tag in die Runde. Toaster ist back am Start, würde ich sagen. So Toaster, was ging die Woche für dich? Was juckt keinen, Woche? Aber wir fangen jetzt an mit den Themen. Und zwar werden wir, das war wie The Rock mit dem It doesn't matter what your name is. Ja, und ich bin drauf reingefallen. Ich habe mir schon gedacht, will er mich jetzt ins kalte Wasser werfen? Ich hätte es wissen müssen. Du bist noch kein Seht Pro. Ihr seht, wie ich hier behandelt werde, ja? Also bewerbt euch nie für WND oder so. Ihr seht, das ist fürchterlich. Ihr seid nur Sklave. Richtig. Genau so können wir reinstarten. Toaster Daniel Bryan, eine Personalie, die die letzte Zeit so für etliche Emotionen gesorgt hat, ob es jetzt nach WrestleMania 30 war, mit diesem unglaublichen Feel-Good-Moment oder wo wirklich Euphorie pur war, oder dann bei seinem Retirement, wo die Leute wirklich geheult haben, dieser Mann ist Emotion pur, und es wird wieder interessant um ihn, denn er will zurück in den Ring. WWE gibt ihm ja, und das ist, denke ich, allen bekannt, keine Ringfreigabe mehr. Er ist ja auch schon retired, wie gesagt, aber die Ärzte außerhalb von WWE wollen ihm eine Freigabe verpassen. 10 bis 11 Monate noch, dann läuft der WWE-Vertrag von Bryan und danach wird er wahrscheinlich oder vermutlich bei New Japan Pro Wrestling am Start sein. Und das ist der aktuelle Stand, Tobi. Ja, also ich denke, es ist allen bekannt, dass die WWE das Risiko aktuell einfach nicht eingehen wird. Also das ist nichts Neues. Und es war jetzt zuletzt eben immer wieder zu hören, dass Bryan, dann sobald sein Vertrag eben nächstes Jahr ausläuft, dass er ab dann wirklich auch wahrscheinlich sein Glück außerhalb der WWE versucht. Und ich habe letztens ein Interview in der Sports Illustrated gelesen und Bryan macht kein Geheimnis draus. Das heißt, er wurde ganz offen gefragt, will er wieder wrestlen? Und er hat gesagt, I'm working on it. Das ist jetzt keine 100-prozentige Zusage. Das kann jetzt jeder für sich so interpretieren, wie er möchte. Aber für mich klingt das zumindest nicht so, als hätte er es nicht geplant. Und ja, wie es auch mehrmals darauf hin, dass eben die Ärzte außerhalb der WWE das okay gegeben haben. Für mich ist aber nicht die Frage, ob er wrestlen kann, sondern eher die Frage, ob er wrestlen sollte. Denn rein physisch ist er, denke ich, absolut in der Lage und gehört auch immer noch zu den Besten. Aber man muss sich trotzdem vor Augen führen, eine weitere Gehirnerschütterung, und vielleicht kann er das dann nicht mehr so wegstecken, wie es jetzt der Fall war. Und ich denke, keiner von uns will Bryan irgendwann im Rollstuhl sehen. Da sind wir uns alle einig. Und das ist natürlich auch der Grund, warum man wahrscheinlich als Fan dann sagt, ja, will ich mir ein Bryan-Match bei New Japan anschauen, wenn der bei WWE nicht mehr in den Ring darf? Da habe ich das, die Angst, das Problem, dass da was passiert und so. Das Problem ist ja, eben weil es diese Gerüchte mit New Japan gab, wir kennen den Stil von New Japan. Und sind wir ehrlich, der käme Bryan nicht entgegen, im Gegenteil. Also richtig. Bei New Japan geht's stiff zu und alles in allem, ich sag mal so, es spricht ja für die riesige Leidenschaft, die Bryan zu diesem Business hat. Aber ich denke, Gesundheit und Sicherheit gehen vor. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass wir ihn vielleicht sogar eines Tages wieder im WWE-Ring sehen. Ich halte es allerdings für unwahrscheinlich. Letztendlich werden wir es aber, denke ich, erst erfahren, wenn es soweit ist. Und ob es die richtige Entscheidung war, das werden wir dann auch sehen. Richtig. Ich kann mir halt vorstellen, dass man genau das, wenn er wieder in den Ring steigen sollte, in eine Match-Story super einarbeiten kann. Das kam mir halt gerade, wenn man sich so überlegt, ja, die Leute sind sowieso besorgt um seine Gesundheit, dann zählt er da irgendwie, wenn er bewusst, irgendwie eine Bewusstlosigkeit oder so. Das wäre ja so krank einfach. Oder eine Schulterverletzung wieder, die ja auch sehr viele Probleme gemacht hat bei ihm in letzter Zeit. Also da kann man super viel machen. New Japan Pro Wrestling, die wollen ja auch nach Amerika und allgemein international expandieren. Daniel Bryan wäre da natürlich ein großes Zugpferd und ein riesiger Star, den man einsetzen könnte. Und New Japan Pro Wrestling ist, denke ich, auch wirtschaftlich gesehen für Bryan eine gute Wahl. Ist ja allgemein eine Frage,
des Geldes von vielen vielleicht auch hier in den Raum geworfen, von wegen, ja, WWE kann ihm ein großes Angebot machen, dass er TV-Charakter oder GM oder sowas bleibt. Brian ist ja allgemein ein sehr sparsamer Mensch, haut jetzt nicht seine Millionen raus und ist auch, denke ich, nicht so krass auf Geld fokussiert. Ihm ist eher das Wrestling wichtig, dass er wieder wrestlen kann, in den Ring steigen kann. Und ich meine, große Indie-Stars verdienen auch super. Ich denke, bei Geld braucht man da jetzt nicht anfangen, wenn es um Daniel Bryan geht. Nee, ist definitiv nicht sein erstes Kriterium. Genau, er hat bei WWE viel geschafft, WrestleMania-Momente kreiert, hatte auch schon den Main Event bei WrestleMania. Die Frage ist natürlich, was hätte er bei WWE jetzt noch erreicht? World Title Reigns natürlich und so, aber er hatte schon das, was sich wirklich viele Wrestler auch als Traum ausmalen, und zwar ein WrestleMania Main Event. Das, was zum Beispiel ein CM Punk nie geschafft hat. Und ich denke, deswegen ist es halt, ist es vielleicht auch nicht so ein Wermutstropfen, wenn jetzt Daniel Bryan sagt, yo, dann eben New Japan Pro Wrestling. Ist ja auch eine große Stage. Auf jeden Fall. Also, man muss es einfach abwarten. Also, man kann da jetzt bei dem Thema sehr viel reden. Es ist halt alles sehr viel spekulativ. Wie gesagt, wenn es soweit sein sollte, die Ärzte von ihm, die er in seinem Kreis hat, die sagen, okay, wenn es soweit sein sollte, dann kriegen wir es ja dann alle mit. Und es besteht nicht die Frage, ob er es noch drauf hat. Ich denke, das wissen wir alle. Er gehört weiterhin zu den besten Wrestlern, die wir haben. Und natürlich, es gibt wunderschöne Paarungen, die man dann auf die Beine stellen könnte. Keine Frage. Kenny Omega gegen Daniel Bryan. Bam. Klatsch es auf die Amerika-Tour. So. Und natürlich gibt es die Möglichkeiten, aber wie gesagt, über allem steht die Gesundheit. Und man sollte vielleicht einfach abwarten, was die Zukunft bringt. Wenn es zu einem Comeback kommt, dann freuen wir uns alle. Und wenn nicht, dann akzeptieren wir und respektieren vor allem diese Entscheidung. Ja, ich hoffe, dass wir uns alle freuen und dass es nicht am Ende nach hinten losgeht. Neulich auch auf Daniel Bryans Twitter-Page gewesen, @WWEDanielBryan. Und da hat er auch ein bisschen rumgetrollt von wegen, hier, herzlichen Glückwunsch, Cody Rhodes. Ja, das habe ich mitgekriegt. Ja, von wegen, du bist jetzt der World Champion, aber be forewarned, hat er gesagt. Hashtag Final Countdown. Ich komme nächstes Jahr vorbei und nehme dir den Titel ab oder sowas. Ne? Also, da ist natürlich das Potenzial da. Das zu Daniel Bryan und seiner möglichen In-Ring-Rückkehr. Wir werden da noch viel drüber reden, denke ich, in der nächsten Zeit, ob es denn passiert oder ob es nicht passiert. Jemand, der zur WWE zurückgekommen ist derweil, ist Mauro Ranallo. Der war ja so ein bisschen ein abgeschriebenes Blatt quasi, sagt man das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Er war zumindest eigentlich schon weg. Er war wohl weg und jetzt ist er wieder da. Anscheinend ist sein Vertrag nie ausgelaufen. Das hat er zumindest auf Instagram geschrieben. Er wird weiterhin außerhalb von WWE kommentieren, außerdem natürlich auch das McGregor-Mayweather-Match kommentieren, für das er auch angekündigt wurde. Ja, dieser Mann also jetzt bei NXT am Kommentatorenpult, nicht mehr bei SmackDown, nicht mehr mit JBL. In erster Linie freut es mich einfach für ihn, weil ich glaube, dass er einer der Kommentatoren ist, mit dem die Fans so am meisten sympathisieren. Und Triple H steht jetzt natürlich auch wieder gut da. Denn es ist ja so eine Art Schulterschluss mit Triple H, weil er eben Ranallo jetzt quasi Obhut geschenkt hat vor bösen JBL und vom bösen SmackDown-Kommentatorenteam. Ich denke ganz einfach, dass Triple H in erster Linie erkannt hat, dass eben Ranallo das Produkt bereichert und die erste Anlaufstelle so für die Leute, die mit Ranallo so sympathisieren, ist NXT. Weil ich denke, genau dort passt Ranallo hin und genau dort ist er gut aufgehoben. Ich denke, dass er und die WWE dann einen guten Deal getroffen haben. Außerdem, das freut mich auch für ihn, kann er weiter bei Showtime Boxing kommentieren, unter anderem eben McGregor gegen Mayweather. Und ich sehe schon die Hate-Kommentare, weil wir die zwei Namen hier erwähnen. Das ist unfassbar. Was hat das denn hier zu suchen? Das ist doch der Wrestling-Wochen-Flashback. Was hat eine Kampfsportart mit Kampfsport zu tun? Ich weiß es nicht. Ja, Wrestling ist auf jeden Fall Kampfsport, oder? Ja, eine Simulation von Kampfsport. Man muss ja auch sagen, das sind ja Geschäfte, die so ein bisschen sich überschneiden. Und vor allem, wenn jetzt, was ja auch diese Woche von dir auf Wrestling News Deutschland berichtet wurde, wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass WWE sagt, jo, wir präsentieren diesen Fight bei uns im TV und bewerben das und nehmen quasi den Mainstream-Hype mit, dann ist das ja noch ein viel größeres Thema als eh schon. Also ich finde schon, dass das relevant ist und dass man das anschneiden kann hier.
verstehe gar nicht, warum sich da Leute aufregen. Ja, zumal ich das bei WND, da war ja die Aufregung sehr groß. Ich habe es ja wirklich, ich habe das in den Kommentaren auch ganz oft geschrieben. Ich könnte die Aufregung verstehen, wenn man irgendwie vom WWE-Content abrücken würde und den Leuten WWE-News unterschlagen würde. Und sowas ganz einfach ein Zusatz. Aber wenn sich irgendwas verändert, manche Leute reagieren da ganz kritisch. Aber ich denke nicht, dass das jetzt Thema sein sollte. Wir waren bei Ranallo und er darf diesen Kampf kommentieren. Und es wird nun mal als der größte Kampf der Geschichte beworben. Das wird ein Milliardenkampf. Und unabhängig davon, ob man das jetzt gut findet oder nicht, was da für Gelder an diesem Abend über die Bühne gehen und wie viele Leute da einschalten werden. In erster Linie kann man sich jetzt einfach für Ranallo freuen, wenn man sich nicht für McGregor und Mayweather interessiert. Denn der wird diesen Kampf eben kommentieren. Und ich denke dafür, dass wir alle dachten, okay, WWE, Ranallo, das Ding ist durch. Die Wege haben sich getrennt, das Tischtuch ist zerschnitten. Nein, er ist wieder bei NXT. Und ich denke, dass er dort richtig gut aufgehoben ist. War ein bisschen out of nowhere tatsächlich, als ich da an einem Abend, ich weiß gar nicht mehr wann, es war Donnerstag oder so, keine Ahnung, saß und dann auf Twitter gelesen habe, hier Mauro Ranallo und WWE sind back zusammen. Das war natürlich schon so ein bisschen, da musste ich erstmal verschiedene Quellen prüfen, um nicht, auf Fake News und Shows reinzufahren. Bis er es dann selber auf Instagram gepostet hat, ich denke, dann war es ja klar. Genau, so sieht's aus. Also, ist eine interessante Neuigkeit. Rusev, auch jemand, den man so ein bisschen vermisst hat in den letzten Monaten, genau wie Ranallo, der auch zurückkommen soll. Aber Tobi, ganz ehrlich, was Rusev angeht, bei dem habe ich schon so oft jetzt auf Wrestling News Deutschland rausgehauen, ja, man plant ihn zurückzubringen. Junge, was ist denn mit denen? Ja, er ist immer noch nicht im TV. Ich habe heute, ich kann ja für das heutige WND-Video machen, das kam heute schon raus und tatsächlich trat Rusev gestern auf. Rusev kam gestern zurück und feierte sein In-Ring-Debüt bei einer Hausshow von SmackDown in Vancouver. Er unterbrach, eigentlich sollte das Match Sami Zayn gegen Kevin Owens um den US-Titel starten. Und dann kam eben Rusev heraus, unterbrach das Ganze und es wurde zu einem Triple-Threat-Match. Letztendlich gewann Kevin Owens, indem er Sami Zayn dann gepinnt hat. Ich denke, das ist erstmal ein Indiz, wo wir Rusev erstmal erwarten können in der Card. Und das Ding ist, also zumindest für den Moment denke ich, dass Rusev frischen Wind bringen würde. Allerdings sollte man sich für die Zukunft vielleicht nicht allzu viel Hoffnung machen. Ich glaube nicht, dass er mit dem Titelgeschehen allzu viel zu tun hat. Das ist nämlich erstmal für Orton, Cena und Mahal bestimmt, dass ich Mahal mal in einer Reihe mit den beiden nennen würde. Während gleichzeitig ein AJ Styles, ein Nakamura und ein Owens im Roster sind. Aua. Aber, ja. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ich habe auf, ach ja, er soll als Face auftreten, also als Fanliebling quasi. Frage ist natürlich, wird man jetzt das Gimmick trotzdem auf Bulgarien aufbauen, Osteuropa, was ja prinzipiell ausländisch ist und deswegen natürlich Amerika und so, keine Ahnung, das widerspricht ja so ein bisschen der Firmenphilosophie, habe ich das Gefühl. Oder kommt er wieder als Russe? Oder ist jetzt auf einmal doch Amerikaner? Keine Ahnung, man wechselt das ja bei dem so ein bisschen. Ja, Mahal ist auch Kanadier, das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, dass es grundsätzlich erstmal darauf ankommen wird, ob man jetzt erklärt, warum Rusev eigentlich so viel Druck gemacht hat und unbedingt ein Titelmatch wollte und dann nur warme Luft dabei rauskam. Das muss man, aus meiner Sicht der Dinge, müsste man das jetzt zunächst einmal erklären. Denn wenn man das nicht tut, dann verkauft man das Publikum schon gewissermaßen wieder für blöd. Denn eine Erklärung wäre jetzt der erste Schritt für eine gute und bessere Darstellung, wenn du ihn zu einem glaubhaften Contender aufbauen möchtest. Naja, er hat ja gesagt, er will ein Titelmatch. Fehde gegen Kevin Owens, ist er naheliegend. Dann war er bei einem Football-Game, er wollte aber ein Dingens. Er wollte ein Match um den WWE-Titel und nicht um den United States. Hat er nie gesagt. Er hat nur gesagt, er will ein Title-Match. Gut, muss man jetzt schauen, wenn man es jetzt so löst, dass er sagt, okay, ich will den US-Titel, dann muss man ihn hinterfragen, okay, sollte er nicht immer das größte Gold wollen, aber okay. Ja. Ansonsten, ja, nein, also wie ich sehe, das ist jetzt eine Erbsenleserei. Also grundsätzlich geht es einfach für mich darum, erklärt man jetzt einfach, was er damit gemeint hat und warum nichts kam. Und wenn man das nicht erklärt, dann ist es für mich schon wieder, ja, dass die WWE da schon wieder das unter den Teppich gekehrt hat und haben ja eh alle Fans vergessen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt gut finden. Grundsätzlich, er bringt erstmal ein bisschen frischen Wind und dann schauen wir, wo er sich positionieren wird. Frischen Wind gibt's auch bei NXT, die neuen NXT-Trainees sind angekommen, unter anderem natürlich Marcel
Bartel, a.k.a. Axel Dieter Junior, der ist debütiert tatsächlich am Wochenende bei einem NXT Live Event in Florida. Circa 250 Zuschauer haben sich das angeschaut. NXT Live Events ja sowieso ein bisschen einfach zum Showcasen der neuen Talente, ausprobieren und ja, ist ja sogar im Ringkampf, in der Ringkampfjacke aufgetreten. Match gegen Roderick Strong bestritten und verloren. Fabian Eichner, Südtiroler, also kein Deutscher, aber trotzdem deutschsprachig, ist hier auch aufgetreten bei diesem Event. Und generell kann man vielleicht noch sagen, wenn wir gerade bei deutschen Wrestlern in Bezug zur WWE sind, auch Alpha Female, a.k.a. Jazzy Gabbard, wird ja bei WWE am Start sein, beim May Young Classic, dem Frauenturnier von WWE im August. Vor 3 Wochen habe ich die gute Dame noch interviewt und dann anschließend so 2 Stunden später im Ring gesehen. Und es ist echt unglaublich, was bei ihr abgeht. Wie die switcht so krass in eine Rolle. Und ohne Witz, also, wenn man die im Ring sieht live, dann hat man wirklich super viel Respekt und super viel, ich würde fast schon ein bisschen Angst sagen vor ihr. Ja, aber sie hat dich in ihren Mann gezogen. Ich würde sagen, dann hat sie alles richtig gemacht. Die hat so ein krasses Charisma. Also das wird auch, das ist auch eine super Verpflichtung tatsächlich für WWE, weil sie eben diesen Look hat und dieses Charisma hat. An dieser Stelle würde ich gern einsteigen. Oha. Wir haben die Namen und ich denke, da können wir uns in erster Linie auch drüber freuen. Erinnerst du dich an den Stone Cold Podcast mit Vince McMahon, als es um Cesaro ging? Den habe ich neulich nochmal gehört, tatsächlich. Der lief auch gestern oder vorgestern nochmal auf Network. Oha. Jedenfalls, um das vielleicht aufzugreifen, weil ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel. Cesaro ist ja ein Star aus dem deutschsprachigen Raum. Und wir sind uns alle einig, der Mann ist im Ring überragend. So. Und Vince McMahon sprach in diesem Podcast davon, er wurde von Austin gefragt, ja, warum reicht's denn eigentlich bei ihm nicht für mehr? Und McMahon sagte, ja, er hat überragende Ringfähigkeiten, aber er hat nicht das Charisma und er hat keine guten Mic-Skills. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber könnte sein, weil er aus der Schweiz kommt. So, und dann kam die Nachfrage von Austin, der wissen wollte, wie lässt sich das denn ändern? Und McMahon sagte einfach, ja, weiß nicht, ob man das ändern kann, fällt mir auch nicht so wirklich eine Lösung ein. Und da haben viele gesagt, okay, eigentlich ist es ein ganz eindeutiges Abwatschen. Und ich weiß nicht, es war eine Abwürf für Cesaro und das ist auch irgendwie ein Wermutstropfen im Hinblick jetzt auf diese deutschen Stars, denn ich weiß nicht, die Hoffnung, dass sie das wirklich weit bringen können, ich weiß nicht, man darf das nach diesen Aussagen berechtigterweise anzweifeln. Fabian Eichner machte auch eine gute Figur beim Cruiserweight Classic, auch Axel Dieter Junior, das ist alles cool und die haben auch alle das Potenzial, wirklich starke Matches auf die Beine zu stellen. Aber die Fähigkeit, gute Matches zu zeigen, reicht in der WWE heutzutage nicht aus. Ich denke, das wird auch an ganz vielen Beispielen deutlich, muss ich gar keine Namen nennen. Man muss aber sagen, sowohl Fabian Eichner als auch Alpha Female als auch Axel Dieter Junior, würde ich jetzt sagen, sind vom Charisma einem Cesaro deutlich überlegen. Das kann man so sehen, ist die Frage, reicht das für Leute wie Vince McMahon, dass sie im Main-Roster sagen, okay, der bringst du was. Denn ganz ehrlich, für mich ist der Erfolg, den ein Cesaro hat, der Gradmesser für deutsche Stars aktuell. Und im Voraus würde ich denen jetzt auch mehr nicht zutrauen. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Und in meinen Augen haben die auch, ich denke, NXT ist ja ein bisschen anderes Produkt als das Main-Roster. Und ich glaube, da haben sie, wenn sie ihr Potenzial wirklich abrufen können, es ist ja ein Unterschied zwischen Potenzial haben, Potenzial abrufen, wenn sie es auch bei NXT abrufen können, wenn sie Hunter und dessen Team überzeugen, dann können sie sich in NXT einen Namen machen. Aber das Main-Roster ist eben nochmal eine ganz andere Sache. Und deswegen ist, wie gesagt, der Erfolg von Cesaro ist für mich der Gradmesser. Aber wieso ist denn der Erfolg von Cesaro der Gradmesser? Wegen seiner Herkunft? Weil ich ganz einfach sehe, Cesaro bringt grundsätzlich ein Paket mit, was wo man nicht allzu viel bemängeln kann. Also er ist ein starker Wrestler, dafür, dass er aus der Schweiz kommt, hat er, denke ich, solide Mic-Skills, ist die Frage. Also wenn ein Eichner, wenn ein Axel Dieter Jr. und wenn Alpha Female großartige Promos halten können, die einen Vince McMahon überzeugen, dann bitte, dann, wie gesagt, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber ich würde jetzt im Voraus nicht mit der Erwartung rangehen, dass die irgendwie zukünftige World Champions sind, weil dafür, ich kann mir das ganz einfach nicht vorstellen.
Mal sehen, ich bin sehr gespannt. Also, ich denke, in Sachen Mic-Skills, da wird Junior auf jeden Fall seine Schwierigkeiten haben. Aber wer weiß, also da muss man natürlich auch auf die Entwicklung warten. So, wir haben sehr viel Heimatbezug heute tatsächlich. Haben wir über deutschen Stars geredet, über die deutschsprachigen Stars. Lass uns mal allgemein über WrestleMania vor unserer Haustür reden. Wird WrestleMania demnächst nach Europa kommen? Das ist ja schon eine Diskussion, die es jetzt seit einigen Jahren gibt. Jetzt hat kürzlich, also generell der letzte Pay-Per-View, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der in Europa stattfand, war ja der SummerSlam 1992 im Wembley Stadium, oder? Ich wurde tatsächlich noch mal, ich kann kurz nachschauen. Ich wurde tatsächlich noch mal korrigiert. Es gab der letzte WWE Pay-Per-View, der glaube ich in Dingens stattfand, in Europa stattfand, war ein kleinerer Raw Pay-Per-View. Aber der letzte wirklich große Pay-Per-View, wo man sagen könnte, okay, der hat wirklich Aufmerksamkeit gezogen. Das war eine beachtliche Zuschauerzahl. Das war tatsächlich der SummerSlam. Den kann man als exemplarisches Beispiel nehmen, zumal wir reden hier von WrestleMania und nicht davon, dass Payback in London stattfindet. Last Payback. So, das war natürlich die Diskussion jetzt in den letzten Jahren. Jetzt gab es auch noch was, was diese Diskussion ein bisschen wieder Befeuert hat. auf jeden Fall. WWE.com mit ihrer Umfrage. Sie haben Fans gefragt, ob sie nach London reisen würden für WrestleMania. Wie wahrscheinlich ist denn das Ganze, dass wir, also wird ja jetzt nicht nächstes Jahr sein, auch nicht übernächstes Jahr. Nächstes Jahr New Orleans ist schon angekündigt. Was weiß ich, in 2 Jahren wird es wahrscheinlich auch noch nicht so sein. Aber wie wahrscheinlich ist es denn jetzt im Zuge auch von der Internationalisierung, die man so ein bisschen bei WE hat, mit dem UK-Special, mit den Plänen auch überall anders noch eigene Divisions und Specials einzuführen, den Saudi-Arabien-Titel oder irgendwie sowas. Wie wahrscheinlich ist es denn da, dass man dann auch mal eine WrestleMania vielleicht in Europa sieht, weil ja Großbritannien tatsächlich mit der größte Markt außerhalb von Amerika ist und auch vor Indien tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht. Was? Ich dachte, in Indien jubeln 1,3 Milliarden für Jinder. Nein, also gerade für die europäischen Fans, so wie du, so wie ich denke mal, da wäre das eine klasse Sache. Ich glaube auch nicht, dass man Probleme damit hätte, den Stadion auszuverkaufen. Die Stimmung wäre richtig gut und ich glaube auch, dass WrestleMania Access, diese WrestleMania-Woche, wäre hierzulande vielleicht nochmal, beziehungsweise in Europa, ein größerer Erfolg, weil hier strömen dann Wrestling-Fans von dem ganzen Kontinent so zu diesem Mekka. Zu diesem WrestleMania-Austragungsort. Contra ist natürlich, in Amerika würden die Zuschauerzahlen, denke ich, auf jeden Fall für den Pay-Per-View selbst drunter leiden, allein schon wegen der Zeitverschiebung. Medial kannst du das Ding in Amerika auch schwieriger vermarkten, denn nun sind es nicht die ganzen Leute aus Europa und der Welt, die nach Amerika tingeln sollen, sondern jetzt sollen auf einmal die Amerikaner zu uns nach Europa kommen. Und da ist die Frage, wie nehmen sie das eben auf sich? Und ich glaube, dass sich die WWE vielleicht derzeit in der Phase befindet, wo man nicht auf die Reichweite in Amerika verzichten sollte, nur um europäische Fans glücklich zu machen, beziehungsweise wird man so nicht an die Sache rangehen. Ich denke, das Potenzial des europäischen Marktes ist unbestritten. Es gibt ja nicht umsonst zusätzliche Touren, die wir auch hier in Deutschland haben. Und ja, ich weiß nicht, also man wird die Zuschauerschaft ganz einfach nicht ganz leichtfertig aufs Spiel setzen, denn spätestens wenn die TV-Verhandlungen anfangen, wird man auch dort merken, dass man doch 30% der Zuschauer verloren hat. Und ich glaube, da wäre es vielleicht nicht das Allheilmittel, oder Vince wird es nicht als Allheilmittel betrachten, WrestleMania nun nicht mehr in Amerika auszutragen, sondern vielleicht mal für ein Jahr nach Europa zu gehen. Ich weiß nicht, wie die Chancen für einen SummerSlam stehen, wobei auch der zumindest in diesem Jahr ja eine größere Bedeutung bekommen soll. Ich will es nicht kategorisch für alle Zeit ausschließen, aber in den nächsten Jahren wäre es Anbetracht der Tatsachen, die ich gerade genannt habe, doch eine große Überraschung. Würde ich jetzt genauso mitgehen tatsächlich. Also wahrscheinlich würde ich das Ganze nicht nennen. WWE befeuert diese Spekulation allein durch ihre Umfrage, aber ich denke, das sind so Pläne, die man in der Hinterhand hat, auch im Hinblick natürlich auf diese Internationalisierung, aber ich denke nicht, dass wir das die nächsten 10 Jahre bekommen werden. Und obwohl 10 Jahre ist schon großer Zeitraum, sagen wir mal Ja. die nächsten 5 Jahre, überschätzen wir uns mal nicht, aber wäre auf jeden Fall interessant. Es ist aber, denke ich, auch wirtschaftlich natürlich, wie du es gesagt hast, wahrscheinlicher, dass Leute
aus allen möglichen Ländern nach Amerika kommen, als dass amerikanische Fans mit nach Europa reisen. Ne? Also da fährt man wirtschaftlich auf jeden Fall andersrum besser. Aber wer weiß, was die WWE so plant. Hast du noch irgendwas loszuwerden, Tobi? Sonst würde ich die 7-Days-Ausgabe für diese Woche tatsächlich schon beschließen. Du hast mir erzählt, was du vor dem Podcast gemacht hast. Was hast du denn vor dem Podcast gemacht? Magst du das den Leuten erzählen, um vielleicht mal zu zeigen, was für ein sportlicher Typ du bist? Denkst jetzt echt, ich fall da drauf rein. Shut up! Ja, ich musste es versuchen. Ich musste es versuchen. It doesn't matter. It doesn't matter what you did pre-record. It doesn't matter if you go jogging in the park. I walk in the park. Nein, okay, ich singe jetzt nicht. Wolltest du gerade, oh mein Gott, du wolltest nicht gerade singen. Nein, also das Singen muss ich eigentlich dir überlassen. Schade, dass ich das nicht aufgenommen habe. Der Jonathan ist ein großer Fan von Major Tom und von Völlig Losgelöst und hat das mit mir ausgelassen. Völlig los! Wie ging denn die Melodie nochmal? Ich weiß die gar nicht mehr. Aber wenn ich sie nochmal höre, dann kann ich sie sogar performen. Ja, nein, also wir haben das schon hier zusammen bei Skype durchgegrölt. Also ihr seht, ja, es ist wunderbar. Es ist Sonntag, wir freuen uns. Nein, aber ansonsten hätte ich jetzt nichts anzufügen. Ich denke, dass die Ausgabe trotzdem vollgepackt war mit interessanten Sachen und mal schauen, wo das jetzt alles hingeht, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Würde ich auch mal sagen, was macht ihr an eurem Sonntag? Was sagt ihr zu den Spekulationen, die wir hier rausgehauen haben, zu den News, die wir besprochen haben? Schreibt das gerne alles unten in die Comments. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und ciao.